Was interessiert denn einen Mann noch hinterher? Caporetti spurt. Ist die Kleine eigentlich hübsch? Sie würde Ihnen liegen. Das wäre endlich mal was anderes für Sie, Chef. Darf man wissen, was mit den beiden geschieht, Chef? Fragen stelle ich. Darf ich der Kleinen das Köpfchen waschen? Gerne. Dass du nicht auch in die Maschinenpistole gelaufen bist. Es hat gar niemand vor, dich zu töten. Jedenfalls nicht, was deinen Körper betrifft. Ein Dreckstück. Darauf lasse ich mir eine besonders gute Antwort einfallen. Was habe ich gehört, Gedankenleser? Stone liquidiert. Kurz nach seinem Tode Besuch eines angeblichen Liebhabers von Aktfotos. Bis jetzt nicht identifiziert. Dann haben sie abgeschaltet. Bravo. Für unsere Freunde in Südafrika. Und zweitens seine Auskunft. Warum soll ich Ihre Nichte eigentlich wirklich töten müssen? Sie haben mir eine halbe Million Dollar geboten. Sie, der Sie der geldgierigste Agent unserer Organisation sind, so geldgierig, dass Sie sich für eine Handvoll Dollar an uns verkauft haben. Wenn Sie Ihren Geburtstag nicht erlebt, erben Sie das Vermögen, was? Wie groß ist denn dieses Vermögen? Ich habe ihr gesagt, 5 Millionen Dollar. Und wie groß ist es wirklich? Hast du eigentlich deinem Chef schon gesagt, dass du aussteigen willst? Er wird es schon irgendwann merken. Natürlich. Hast du dir wenigstens über andere Gedanken gemacht? Über wen?
Hast du daran gedacht, mich mitzunehmen? Das wäre doch mal was anderes. Schert euch raus. Alle miteinander. Ich kann euer borniertes Grinsen nicht mehr sehen. Dabei war es doch deine Idee, die Mädchen hierher zu bringen. Das ist mit den Männern so eine Sache, hast du gesagt. Sie kommen nicht auf dumme Gedanken, wenn sie Frauen um sich haben. War es so? Mein Fernglas. Na los. Wer ist das? Terence. Obwohl das auch nicht dein richtiger Name war, damals. Ich dachte, du wärst tot. Haben die Russen mit dir nicht kurz einen Prozess gemacht? Nur umgedreht. Und dann zu schlecht bezahlt. Ah ja, ich verstehe. Und jetzt arbeitest du für die? Was kann ich für dich tun? Gib auf, Gérard. Du warst schon immer ein Spaßvogel. Du kennst ja die kleine Routine. Gérard. Dein Ruf verpflichtet. Wie bist du denn eigentlich auf meine Fährte gekommen? Einfach so. Du gestattest? Wir wussten, dass die Talk Air dem Auge gehört, also bin ich mitgeflogen. Und was weiter? Und als da die Sache mit der Kleinen passierte, habe ich mich an ihre Fersen geheftet. Oh. Ist die nicht ein bisschen zu groß für unser bescheidenes Kloster? Das war ein Gelegenheitskauf. Du, das ist mein Zimmerschlüssel. Da wird der Portier aber böse sein. Gib ihn mir wieder, ja? Zitterfische. Elektrische Fische. Zwischen jedem Stromstoß, den unsere Patientin durch die Berührung der Fische mit den Eisenstangen erhält, wird sie hypnotisiert. Aber so? Nein, nein. Du wirst natürlich als freier Mann sterben. Schlüssel? Hast du noch einen letzten Wunsch? Im Moment nicht. Fertig. Ah ja, doch. Eine ganz kleine Kleinigkeit fällt mir ein. Dieser dumme Schlüssel. Der Portier verliert seinen Job, wenn er ihn nicht wiederkriegt. Lass uns großzügig sein. Schick dem armen Mann den Schlüssel als Muster ohne Wert, ja? Das ist eine Bombe. Nur ein Idiot wäre mit leeren Taschen hergekommen. Diese Zigarettenspitze ist ein Zünder.